Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bed Wars. Mit dabei ist unsichtbar und unsichtbar. Wollt ihr mich verarschen? Eigentlich ist dabei Peter, den ich jetzt sehe, und Nemesis. Nemesis, wow. Die sind alle unsichtbar. Peter sehe ich jetzt. Gut. Oh Mann, wieso muss ich sichtbar sein? Weil du so... also du bist ein bisschen breiter... Ich meine, also du bist... Ja, bitte. Also, du bist eine so große Persönlichkeit, so eine großartige Persönlichkeit, will ich schon fast sagen, dass man dich natürlich... Ja, du bist so, Ich nenne dich gleich klasse. So. Ich nenne dich gleich so. Weißt du, wie ich dich nenne? Weißt du, wie ich dich dann nenne? Du bist so ein krasser Ficker. Nein! Ja, und du der krasse Fehler. Lass mich an, du bist in das kleine Loch da rumgefallen, was zwei Blöcke groß ist. Nein, ich bin davor schon runtergefallen. Ah. Hast recht, du enttäuschst mich nicht. Du kannst eigentlich nicht mehr enttäuschen. Also Peter ist so, ich brauche ein Wort mit vier Buchstaben. Ist so... So... Krass, würde ich sagen. Krass, fünf Buchstaben. GG, Dani. GG. Er ist so, Legen? Warte, es kommt gleich der. Legen, warte, es kommt gleich der. Wer kommt? Zwei Worte. Der Jonas BVB 15 ist, glaube ich, gerade gestorben. Ist uns doch egal. Leute, wenn ihr für den BVB seid, dann liked dieses Video und wenn nicht, dann auch. Ich baue mal unser Bett ein bisschen zu. Ich bringe Eisen! Haben wir alle schon genug. Ich bringe Gold! Vielleicht. Nein. Krasser Ficker! Warte, ich bin nicht krass genug dafür. Peter! Ja, bitte. Ich sterbe. Hört mich das? Ja, ich bin dein Teammate. Ah, Peter! Hilf mir! Komm hoch, Dani. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Ist das die richtige Base? Welche Farbe haben wir? Wo? Wir sind blau. Ich bin eh runtergefallen. Ich bin nach rot gelaufen. Ich hatte Panik. Okay, wir sind blau. Jetzt weiß ich das und jetzt beginne ich zu spielen. Richtig. Okay? Das war ja nur ein Spaß. Stimmt's, Peter? Ja, ja. Das war gerade nur ein Spaß und Peter weiß das. Ja, ja. Aber jetzt beginne ich richtig zu spielen. Ich baue gleich ein Bett ab. Ja, Peter, wir bauen gleich ein Bett ab. Guck mal, Bett abgebaut. Peter! Bitte. Hier ist jemand in unserer Base! Ich bin die Einzige hier! Und der Typ, der gerade gespawnt... Ich hab's geregelt. Wie ein echter Mann. Ich brauch dich nicht. Ich hab den getötet. Ich hab ihn so richtig geflasht. Und ich hab den Spieler weißt du, noch getötet. Er hat so zu mir gesagt, so, ja, flash mich nochmal. Er hat gesagt, so, ja, mach ich. Hat er gesagt, es wäre das erste Mal. Du bist so gemein. Ja, das bin ich. Leute, ist Peter gemein? Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt Phil Laude. Das tun sie. Na, wäre ich Phil Laude, würde ich sagen, schreibt in die Kommentare, aber meine Stimme momentan angekratzt, das geht das nicht. Ich habe uns eine Kiste gebaut. Okay. Ja, Ego-Spieler. Dann noch ein Knüppel. Oh, Peter haut seinen Knüppel wieder mal raus. Oh, shit. Und dann noch zwei explodierende Schafe. Wow. Ich find's sehr traurig, dass du nicht nach Hause kommst. Ich hab hier aufgeräumt. Okay, Dani. Wie schnell willst du, dass ich wieder in der Base bin? Nein, du bringst dich jetzt nicht um. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, bin hier wieder. Oh mein Gott, bist du hässlich! Ich hab dir was mitgebracht. Ja! Das ist umgebracht. Warum bringst du meine Haustiere immer um? Der hat dich gesehen und ist runtergesprungen. Leute, wisst ihr, es gibt da so eine nette Geschichte, wie Peter sich auf meinen Goldhamster draufgesetzt hat. Ich hatte nie einen. Außerdem war es ein... Ich sag nichts. Mein Goldhamster hieß Susi, da war ich 5. Du warst den Namen toll. Peter, das ist eine Lüge. Ich war sowas von 5, da warst du noch 6. Nein, der Mistkerl ist entkommen! Na gut.
Peter, ich hole Gold. Ich bring Gold mit nach Hause. Vielleicht ist er dann endlich stolz auf mich. Peter, wärst du dann stolz auf mich? Ich kann mir sogar merken, wer wir sind. Wir sind blau. Nein, wir sind grün. Nein, wir sind blau. Hör auf, mich anzulügen. Wir sind so blau, wie du jeden Abend bist. Ja, gut. Und dann schlägt er mich. Ich hab 4 Gold. Kann ich mir einen Bogen kaufen? Ja, kannst du. Ich kann mir Bogen und Pfeile kaufen. Pfeil. Und dann sterben! Peter ist sehr stolz auf mich. Ich wiederhole. Oh nein. Peter, stirbst du gerade? Er schießt mit Pfeil und Bogen auf mich, aber ich hab's verlebt. Verlebt? Aber wenn Peter es verlebt hat, dann ist alles gut. Überlebt. Nein, du hast es verlebt. Mit natürlichen Produkten aus Fairtrade. Peter macht Schleichwerbung. Peter macht Schleichwerbung. Mein Zweck. Ich treffe nicht. Nein, das darfst du nicht. Aber ich versuche es. Okay, ich hoffe mir jetzt spawn ein bisschen Gold. Ich hab's versucht, Leute, das zählt, oder? Nein. Peter, du bist so gemein. Weiß, ist es nicht geil? Nein, es ist nicht geil. Nein. Darf. Vielleicht schaffst du ja was. Gemeine Menschen sind böse. Gemeine Menschen sind böse. Dad. Der Peter ist ein Arschloch. Und ich hole mir jetzt einen Bogen. Und er isst nicht sein Gemüse. Warum fragst du mich nicht, ob du meinen haben kannst? Warum soll ich deinen haben, wenn ich meinen eigenen haben kann? Der viel besser wäre. Weil ich cooler bin. Nein! Oh, Peter. Oh, Peter. Was denkt ihr? Kann man Dani fracken? Ja, kann man. Peter, wir sind in einem Team, du Noob. Peter, warum willst du versuchen, mich abzu... Arschloch. Sollen wir unseren Teammate vertrauen und das Gold in die Kiste legen? Wo soll ich das dann hin tun? Wenn du alle Sachen hinsteckst in dein BH. Typisch Frau halt. Peter, das soll unser Geheimnis bleiben. Peter? Bitte? Ich baue eine geheime Kiste hin. Und wo? Nehmen, das ist doch eigentlich total auffällig. Es ist jetzt noch auffälliger. Toll gemacht, Dani. Vorsicht, da kommt ein Roter. Was? Rot und... Hab ihn! Nein! Er hat dich gehalten! Hab ihn! Ich hab Ermelcraft getötet. Ermex. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. So, was kann man sich eigentlich so mit Silber Eisen kaufen? So wäre ich wie ein Häschen. Peter braucht mich nicht. Ich glaube, dann baue ich was. Soll ich ein Häschen sein? Ich glaube. Ja, sei ein Häschen. Halt die Fresse! Halt's mal. Peter! Ja. Da kommt einer! Schon. Der ist. Nein, der ist runtergesprungen, ist eigentlich okay. Okay, ich brauche nur 6 Sekunden in meiner Ei. Was machst du? Ich weiß Hast nicht. Hast du dich geportet? Ich habe mich geportet. Ein Gold. Warum please. Portest du dich? Ja, bitte. Nein. Nein, der Typ hat aber gerade gefragt, ob er ein Gold haben kann. Da habe ich ja geschlagen. Und jetzt trinke ich einen Sprung auf. Peter, die geheime Kiste ist hinter den auffälligen Sandstein. Okay. Ja. Okay, Sprunghack an und los geht's. Peter, du hackst immer. Das ist nicht gut. Ich symbolisiere unseren Feinden wenigstens, dass wir nicht zum Spaßen hier sind. Ja, das tue ich. Ich habe mein eiskaltes Herz hingebaut.
Jetzt wissen Sie, dass es hier nicht zum Spaß ist, ne? Ja. Was macht ihr gerade so? Ich baue gleich ein Bett ab. Daniel P. im Kampf. Das ist irgendwie so typisch ich. Es sieht gut aus. Soll ich euch helfen, komm? Weiß nicht, du kannst gerne die Roten töten. Okay. Die Roten oder die Russen? Die Roten Russen. Ah, okay. Ich komme, Baby. Oh yeah. Der Sprungkraft der rote Russe. Ist richtig geil. Roter Russe ist nach Gelb gelaufen. Hopsa. Au, ich bin runtergefallen, scheiße. Peter, bist du das? Oh. Hi. Na! No. Hilf mir. Ganz wo. So ist Peter, wisst ihr? So ist Peter. Dann sag mal einmal, hilf mir und dann eher so. Oh. Hast du das rote Bett abgebaut? Ja. Der ist nach Gelb gelaufen. Die sind nach Gelb gelaufen. 2 von 3. Wo der dritte ist, habe ich keine Ahnung. Nein, ich bin runtergefallen! Oh, der hat mich abgeschossen, dieser Loser. Ich hätte mal zu Hause bleiben und das Herz fertig bauen sollen. Ich wollte nur den gelben Typen töten. Oh Mann. Peter muss stolz auf mich sein. Ja, ja. Halt's Maul. Baut der mein Herz ab? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwas Abbauendes gehört. Also wenn der mein Herz abbaut, ne, dann hat er mein Herz gebrochen. Oh, ich wollte gerade eine Spitzhacke mit Äpfeln kaufen. Geil. Habe ich schon gesagt, dass ich mega schlecht in diesem Spiel bin? Erzähl mal. Ich bin übrigens mega schlecht in diesem Spiel. Aber ich weiß, es ist noch gar nicht aufgefallen, ne? Mir ist noch nicht. Gut. Warum baust du mein Herz ab? Jetzt bin ich traurig. Ah. Ach, Nemesis. Baut einfach mein Herz ab. Arschloch. Du nein! Nein, haben den einen getötet! Der muss jetzt so richtig heulen. Weil der hatte den besten Bogen. Echt? Ja, der hat den Dreier, weil damit ist man, wenn man geschlagen worden ist, ist man nach hinten geschlagen. Peter, du bist mein Hero. You are my hero, baby. Let me be your hero, baby. Ich rüste mich aus und dann mache ich die so richtig fertig, okay? Ja, ja. Aber so richtig. Nicht labern, machen. Der Typ lässt mich ja nicht in unsere Dings rein. Peter, du weißt, ich stehe dir immer zur Seite. Ich würde nie auf mich warten lassen. Okay, hab einen Roten getötet gerade. Ja, warte. Okay, ich gehe. Ich gehe. Okay, gehst du jetzt in die Mitte? Ja. Okay, das wäre nämlich ziemlich nice, weil ich muss mal zurück in die Base, um meine Gold auszugeben. Peter nutzt mich doch eh nur als Kanonenfutter. Peter, ich bin gestorben. Das ist nicht dein Verständnis, egal. Er hat mich mit einem Pfeil in den Hintern. Ja, ja. Okay, ich komme sofort. Hä, wie bist du denn hier gelandet? Oh Mann, Peter. Dani. Einmal, ist nichts einmal für mich. Verlasse ich mich auf dich. Einmal. Weißt du was? Dieses Spiel ist nichts für mich. Weißt du was? Du hast mich trotzdem enttäuscht. Ich hab dir gesagt, dass ich das Spiel nicht kann. Peter. Ich mach jetzt einen auf YOLO. Nein, ich mach jetzt. Ich bin jetzt auch YOLO. Lass mich einmal YOLO sein. Ich komm ja schon. Bitte? Ich helf dir. Kannst du mal aufhören, alles zu vernichten, was du siehst? Das tue ich nicht. Ich bin aber gerade trotzdem auf dem Weg zum letzten Roten. Der ist da hinten. Da renne ich ja gerade hin. Scheiße. Ich komm jetzt.
Wenn später einmal verlässt man sich auf dich. Jetzt irgendwas hat, um dich zu töten, ich würde es tun. Hat er Pfeil und Bogen? Was meinst du? Oh, ich sehe nur Peter. Ich wollte ihn schlagen! Lotte. Das war eine saugute Runde, oder Peter? Ich bin nutzlos. Sag's mir ruhig ins Gesicht. Das werde ich nicht in... Sag's mir. Das sage ich dir nicht ins Gesicht. Du hast es geschrieben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe gesehen, ich musste wieder alleine das meiste machen. Und dafür haben wir uns aber trotzdem gut geschlagen. Und bis nächsten Mal. Ciao. Tschö.